Also Jungs und Mädels, der Tag ist gekommen, alle Super Saiyajin oder alle Saiyajin Transformationen erklärt. Und zwar, ich werde hier in diesem Video alle Saiyajin Transformationen, die wir kennen, so gut es geht erklären, aber nicht nur. Ich werde auch ein kleines Trivia liefern, also ein paar interessante Sachen. Ich denke, bei jeder Transformation werdet ihr vielleicht, also nicht bei jeder, aber bei den meisten werdet ihr etwas Neues, ja, lernen, etwas Neues erfahren. Das ist so das Ziel von diesem Video hier. Von euch wird ein Daumen nach oben auf das Video hier sehr, sehr spicy und natürlich schreibt mir in die Kommentare, welche Saiyajin-Form findet ihr optisch am coolsten? Was ist eure Lieblingsform rein von der Optik her? Und Leute, wie immer, denkt dran, kennen, ankennen ist in dem Video egal. Ich möchte alles besprechen, zum Beispiel in Dragon Ball Super haben wir Broly, in Dragon Ball Z gab es aber auch Broly, aber dieser Dragon Ball Z Broly gehört nicht richtig zu Dragon Ball Z dazu, weil er im Film war, genauso wie Dragon Ball GT, was nicht richtig zur Serie gehört, wenn man auf Dragon Ball und Dragon Ball Super schaut. Bitte startet nicht den vierten Canon-Krieg in den Kommentaren, ich wollte es nur kurz vorher sagen. Falls ich irgendwas vergessen sollte, was eurer Meinung doch irgendwie eine Form ist oder so, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich denke, hier alles drin, was wirklich wichtig ist und ein paar Fun-Dinge habe ich auch mit drin und damit würde ich sagen, fangen wir jetzt richtig an mit... Natürlich dem Wehraffen oder auch Osaru. Der Wehraffe ist wohl die Standardtransformation eines jeden Saiyajin. Solltest du deinen Schwanz nicht abhacken, was wohl keiner von uns tun würde, wirst du beim Anblick des Mondes zu einem Riesenaffen, dessen Stärke 10-mal größer ist als deine Baseform. Der Mond ist nicht nur die einzige Quelle, wenn der Saiyajin eine Quelle von 17 Millionen Seelen absorbiert bzw. ja, sieht, verwandelt er sich. Die Zahl und Einheit ist total Wayne, wurde aber als Erklärung gebraucht, dass der Saiyajin auch außerhalb des Mondes sich verwandeln kann, weil die Saiyajins erst später dazu kamen. Son Goku war erstmal nur so ein Affenboy. Sollte verständlich sein. Mit Training kann man Kontrolle über den Wehraffen erlangen, so wie eben Vegeta, und wenn der Schwanz ab ist, verwandelt man sich zurück. Danke nochmal Yajirobe an dieser Stelle. Bei Menschen führt das Abhacken des Schwanzes lediglich zum Tod. Kleiner Spaß. Auch hier ein Funfact, im Dr. Slump Special kann man Son Goku sehen, dass er bei seiner Transformation zum Wehraffen kurz, ja, Super Saiyajin-mäßig aussieht. Also, ihr habt sicherlich gedacht, jetzt kommt der Super Saiyajin, aber vorher kommt der falsche Super Saiyajin oder auch Pseudo-Super Saiyajin. Und zu denen gibt es eine sehr interessante Geschichte. Am 19. März 1991 kam der Dragon Ball Film Lord Slug raus. In diesem Film sehen wir etwas sehr Besonderes. Den falschen oder Pseudo-Super Saiyajin. Denn einen Monat später, am 8. April 1991, kam erst das Kapitel 318 raus, wo der Super Saiyajin das allererste Mal enthüllt wurde. Also haben die Fans dort im Film vorher gesehen, was ein Super Saiyajin sein könnte, bevor sie es im Manga gesehen haben. Der falsche Super Saiyajin hieß auch erstmal Super Saiyajin, wurde aber später in Giji Super Saiyajin umbenannt, also weil es halt nicht der richtige Super Saiyajin war. Der Film hieß sogar auch Super Saiyajin. Also was ist der falsche Super Saiyajin? Goku erreichte diese Form wegen der bevorstehenden Niederlage gegen Slug. Seine Essenz, könnte man argumentieren, war noch nicht ganz ausgereift, dass er diese Form, also den richtigen Super Saiyajin, erreichen könnte. Es ist auf jeden Fall weniger als ein 50er Boost vom Super Saiyajin, denn Son Goku war so stark und konnte Slug fertig machen, aber er war nicht so stark, wie wir es gegen Freezer zum Beispiel gesehen haben, sollte auch logisch sein, weil es ist hier nicht der richtige Super Saiyajin, er hat nicht die richtigen blonden Haare, er hat halt nur diese Aura des Super Saiyajin, aber nicht die Haare. Man kann ja sagen, dass Broly bei der Zerstörung von Planet Vegeta in Dragon Ball Z ebenfalls diese Form hatte, weil er sehr, sehr stark war, Paragus retten konnte und es optisch gesehen auch so wirkte und Vegeta gegen Freezer hatte auch einen sehr ähnlichen Vibe davon, dass Vegeta diese Pseudo-Super Saiyajin-Form erreicht hat. Euch sollte klar sein, dass diese Form nur dazu diente, irgendwie den Film zu verkaufen, ist aber retroperspektiv gesehen eigentlich ziemlich interessant. Und das führt uns zu unserer nächsten Form, und zwar nicht zu 3, sondern zu 2.5, und zwar der Super Saiyajin Power. Der Super Saiyajin Power ist recht ähnlich zu dem Ganzen, was ich euch gerade vorgestellt habe. Saiyajin-artiges Auftreten, eben ohne das goldene Haar. Sowas hatten wir nämlich mit Son Goku in Filler-Folgen gehabt, oder auch erst sehr kürzlich mit Vegeta im Dragon Ball Super Broly Film, wo er kurz diese goldene Aura mit den schwarzen Haaren hatte. Also hat er quasi die Kontrolle von dieser Form. Klar, es ist ein Callback an Dragon Ball Z, eben an Vegeta gegen Freezer. Wie gesagt, 2.5, weil es sehr ähnlich ist zum eben falschen Super Saiyajin. Trotzdem interessant, dass Dragon Ball Super die ganze Form nochmal ein Stück weit wiedergebracht hat. Und damit, meine Freunde, kommen wir zum Super Saiyajin. Der gute alte Super Saiyajin, die Mutter aller Transformationen, die wir in Zukunft in jedem anderen Anime sehen werden. Anfangs dachte Vegeta, es handelt sich hierbei bei einer Person, der als ultimativer Kämpfer der Saiyajin gelten soll. Der legendäre Super Saiyajin eben. Doch eigentlich
natürlich haben so gut wie alle Saiyajins Zugang zu dieser Transformation. In Dragon Ball war es noch easy. Wenn du stark genug bist und Zorn verspürst, wirst du zum Super Saiyajin. Deswegen gibt es ja auch die Zenkai Boost. Die machen einen Saiyajin bei der Nahtoderfahrung noch stärker. Quasi, um den Saiyajin immer näher daran zu bringen, den Super Saiyajin zu erreichen. Denn die Esszeit und die Energie vermehren sich mit jeder Niederlage. Also, als Super Saiyajin ist man 50 mal stärker als in der Baseform. Deswegen hat Son Goku ordentliche Schellen an Freezer verteilt. In der ersten Fassung können wir sehen, dass es mit weißen Haaren und roten Augen geplant war. Bei den Charakterdesigns von Cooler Movie können wir sogar sehen, dass Son Goku Super Saiyan Artwork zwar hier die goldenen Haare hat, aber die roten Augen immer noch besitzt. Das ist sehr interessant. Toriyama war einfach 1991 schon im Jahr 2019 und wollte mit der Form Zeit sparen, da man in einem Schwarz-Weiß-Manga die Haare nicht mehr mit schwarzer Tinte ausfüllen muss. Also, Toriyama ist einfach ein Genie auf so vielen verschiedenen Arten. Vegeta hat sich die Form auch angeeignet, weil der Eierkopf so stur war wie nichts anderes. Trunks ebenfalls im Training. Und ja Leute, im Spezial zu Trunks können wir sehen, dass der Super Saiyan durch den Tod von Son Gohan getriggert wurde. Also eine recht ähnliche Situation wie bei Son Goku mit dem Tod von Krillin. Aber im Manga können wir sehen, dass Trunks den Super Saiyan schon vor dem Tod von Son Gohan im Training eingesetzt hat. Also hat Trunks sich den Super Saiyan auch antrainiert oder beziehungsweise gelernt. Das führt uns zu den eben angesprochenen S-Zellen. Toriyama führte diese später ein. Ein Saiyajin hat sozusagen einen Speicher davon im Körper. Und wenn der genug Teilchen hat, kann man Super Saiyajin werden. Deswegen konnte Kaba sofort Super Saiyajin werden. Als er darauf hingewiesen worden ist, hat er es geschafft, weil er schon stark genug war, aber er wusste nicht, wie das Ganze funktionieren soll. Deswegen konnte Kalifas Rückenkratzen ebenfalls den Super Saiyajin erwecken, weil sie war stark genug, sie wusste nur einfach nicht, wie sie es tun soll. Goten und Trunks als Beispiel haben die Esszellen ihrer Väter geerbt. Und da sie bei ihrer Zeugung... Nein, Leute, nicht währenddessen, sondern allgemein den Super Saiyan drauf hatten, war der S-Zellen-Speicher, den sie vererbt haben, an Goten und Trunks einfach größer und so konnten sie den Super Saiyan viel einfacher lernen. Son Gohan hat auch immenses Potenzial, aber bei seiner Zeugung war Son Goku kein Super Saiyan, ergo Son Gohan hatte einen kleinen Struggle, den Super Saiyan zu lernen. Also, das ist erstmal die Basis für den Super Saiyan. Er ist halt 50 mal stärker, er ist halt ziemlich nice und so. Aber jetzt kommen wir zu den Variationen, die das Ganze ein wenig näher erläutern. Und zwar erstmal zu etwas mehr Inoffiziellen, was ich persönlich ansprechen möchte. Und zwar 3.5 Super Saiyan Power-Up. Son Gokus Gott-Ritual, ja, das spielt zwar ein bisschen später, aber das gehört zum Super Saiyan dazu. Und zwar, Son Gokus Gott-Ritual ging ja erstmal schief, weil sie zu wenige Saiyajins waren. Das heißt, die Kraft der vier Saiyajins wurde lediglich auf Son Goku übertragen. Er war zwar weit weg von Beerus Stärke, aber er war immerhin stärker. Das gleiche tat Baby in Dragon Ball GT, als er von Goten, Gohan, Trunks und Bra die Energie absorbierte. Auch im Film gegen Broly wurde das gleiche gemacht. Also Broly hat alle fertig gemacht im Dragon Ball Z-Film und dann haben Vegeta, Piccolo, Trunks und Son Gohan Son Goku die Kraft gegeben, damit er Broly besiegen kann, was er auch getan hat. Wie gesagt, eher einfach nur ein temporärer Powerboost und keine richtige Transformation, wollte ich aber auf jeden Fall hier erwähnen. Damit kommen wir zu der richtigen nächsten Form quasi und zwar den Super Saiyan Kaioken. Die Super Saiyan Kaioken ist eigentlich nicht ganz möglich, da der Zorn dieser Form immer zu groß war, um sie mit der Kaioken zu verbinden. Das war ja der Sinn, warum die Kaioken die ganze Zeit nicht angewendet worden ist. Erst in Dragon Ball Super mit der kontrollierten Super Saiyan Blue Form sollte das möglich gewesen sein, später dazu mehr. Wie dem auch sei, in Dragon Ball Z Filler-Folgen hat Son Goku das trotzdem im Kampf gegen Pai Gohan gemacht, was man einigermaßen erklären kann, weil der Kampf ist ja im Jenseits, deswegen kann man sagen, dass diese Limitierung ein wenig wegfällt und man hier den Super Saiyan mit der Kaioken verbinden kann, was an sich einfach nur mega, mega cool aussah. Abgesehen davon haben wir das nicht wirklich bekommen. Damit kommen wir zum Super Saiyan Grad 2. Der Super Saiyan Grad 2 ist eine kleine Variation des Super Saiyan. Oder wie ich sie gerne nenne, Super Saiyan, Vegeta denkt, er hat die dicksten Eier, aber kommt aufs Maul. Form. Manche von euch werden es auch als Ultra Super Saiyan kennen. Es sind aber eher Mutationen des Super Saiyan, deswegen eben Grad 2 und nicht wirklich Ultra Saiyan. Also, seine Muskeln werden dicker und seine Haare spitzer und ja auch ein bisschen dicker. Kurz zur Stärke. Vegeta wurde als normaler Super Saiyan von C18 zur Prinzessin gemacht. Semi-Perfect Cell hat C16 fertig gemacht und seine erste Form hat auch Super Namekianer Piccolo alle gemacht, der wiederum gegen C17 ankam. Dass Vegeta im Super Saiyan Grad 2 Cell den Insektenarsch versohlt hat, sagt einiges über den Boost der Stärke aus. Der große Haken bei der Form ist aber die Ausdauer. Die Kraft ist enorm, hält aber nicht wirklich sehr lange und da haben wir eben den Drawback von dieser Form, warum man sie im späteren Verlauf nicht mehr angewendet hat. Damit kommen wir zum Super Saiyan Grad 3. Grad 3 ist das gleiche wie Grad 2, aber hat einen sehr großen Haken. Optisch gesehen wirkt er wohl ein wenig bulkier und Trunks Pupillen, weil man transformieren, weg. Das hat dann später das Design von Broly inspiriert, aber bei Broly ist es ein ganz anderer Fall, deswegen lassen wir das erstmal weg. Das Problem
Thema der Form ist die Geschwindigkeit. Trunks jedoch merkte das Ganze nicht. Er wollte die Form nicht zeigen, weil er dachte, dass der Stolz seines Vaters gebrochen werden würde. Vegeta wusste aber von dieser Form, aber er wusste auch, dass diese Form eben zu langsam ist, auch wenn sie kräftetechnisch gesehen stärker ist. Dazu kommt noch der enorme Ausdauerverbrauch, der noch höher ist als bei Grad 2. Lustigerweise machte Cell später gegen Son Gohan den gleichen Fehler in seinem verzweifelten Versuch, irgendwie gegen diesen gewinnen zu können. Damit kommen wir zum Super Saiyajin Full Power. Brolys Form, die wir im Film gesehen haben, wurde zwar auch Super Saiyajin Full Power genannt, aber dazu kommen wir noch. Also, Super Saiyajin Full Power. Da Son Goku unbedingt fresh aussehen wollte, und ja, er wollte auch Cell besiegen, erkannte er, dass der Super Saiyajin die idealste Form zu kämpfen ist. Also hat er sich diese Form im normalen Zustand angeeignet, um so den Super Saiyajin perfekt nutzen zu können. Er kann ihn dauerhaft aufrecht halten, um so perfekt kämpfen zu können. Kontrolle und Ausdauer, was bei den Gradformen ja das Problem war, sind hier verbessert, und das führt dazu, dass der Kampfskill des Super Saiyajin so stark angehoben wird, dass der Super Saiyajin sich mehr lohnt als Grad 2 oder Grad 3. Grad 2 und Grad 3 waren einfach Formen, die für das richtige Kämpfen nicht wirklich ideal sind. Also Leute, Super Saiyajin 2. Der Super Saiyajin 2 ist der wahre Nachfolger des Super Saiyajin, und diese Form macht einen 100 Mal stärker, also das Doppelte des normalen Super Saiyajin. Optisch gesehen sind die Haare spitzer, gerade bei Son Goku und Gohan wird das sichtbar, und um die Kraft auszudrücken, können wir Blitze sehen. Diese Form hieß im Ursprung Super Saiyajin Grad 5. Bis sie von Son Goku im Buu-Arc mit Super Saiyajin 2 umbenannt worden ist, und seitdem kennen wir es einfach als Super Saiyajin 2 und nicht irgendwie Super Saiyajin Grad 5 oder so. Mehr gibt es nicht wirklich zu sagen, es ist einfach eine Form, die mega stark ist, die Son Gohan durch Zorn getriggert hat und weil er auch so ein heftiges Talent ist, und ja, Son Goku und Vegeta haben sich das dann später antrainiert. Damit kommen wir zu Super Saiyajin 3. Also, Super Saiyajin 3, damit hat Toriyama mal ganz anders designt. Kommen wir erst zum Visuellen. Der Super Saiyajin 3 hat extrem lange Haare. Die Form fühlt sich so an, als würde Toriyama sich über sich selbst lustig machen, was ich einfach mega cool finde. Und keine Sorge, Leute, ich habe hier ein Bild für euch von Raditz, wie er mit seinen Standard Super Saiyan 3 Haaren im Super Saiyan 3 aussehen würde. Das ist von Dragon Ball Heroes, und ja, auch Nappa ist am Start und seine Haare sprießen nicht aus seinem Schädel raus, er hat einfach einen krasseren Bart, um das mal so auszudrücken. Kommen wir zurück zu dem Angesprochenen. Die Augenbrauen sind auch weg, weil, ja, warum denn eigentlich nicht? Blitze sind am Start, und lustigerweise plante Toriyama anfangs, den Saiyajin Affenschwanz mit dieser Transformation zurückzubringen. Das hat es natürlich nicht ins Endresultat geschafft, wurde aber später für Dragon Ball GT verwendet. Außerdem war ein Design geplant, wo Toriyama nur wirklich die Augenbrauen wegrasieren wollte und die Haare spitzer machen wollte. Deswegen finde ich die Löwenmähne doch eigentlich ganz fresh. Der Super Saiyajin 3 ist 400 mal so stark wie die Baseform und damit 4-mal so stark wie der Super Saiyajin 2. Das Training dafür scheint verdammt hart zu sein, dass Son Goku es anscheinend nur wegen seinen Umständen im Jenseits erreicht hat. Vegeta hat es in diesen 7 Jahren nicht geschafft. Gut, für Gotenks war das ein Klacks wie bei Goofy und Max, ein kleiner Freestyle, aber sie sind eine Fusion, absolut talentiert und einfach nur broken. Die Form ist eigentlich nur dazu da, seinen Gegner schnell zu erledigen, denn der Kraftverbrauch ist so verdammt hoch, dass selbst Dragon Ball Super Son Goku sie nicht lange anwenden kann. Gegen Buu hat er seine 24 Stunden auf der Erde verkürzt, und auch bei Gotenks ist es so gewesen, dass die 30 Minuten Fusionszeit extrem verkürzt wurde. Bei Kamba, den komischen Broly-Fake aus Dragon Ball Heroes, scheint das aber kein Problem zu sein, aber gut, er ist auch aus Dragon Ball Heroes, deswegen sollte sich das von alleine erklären. Damit kommen wir zum Super Saiyajin Ikari. Wie der Rage Boost von Vegeta gegen Beerus funktioniert der Super Saiyajin Ikari von Trunks, also Rage, also Wut, ähnlich. Die blaue Aura, die bei dieser Form dazukommt und so wirkt, als würde Trunks mit God Ki in Kontakt gekommen sein, aber das Ganze nicht beherrschen können, hat absolut keinen Hintergrund, nichts mit God Ki zu tun und ja, ist im Prinzip einfach nur da. Die Transformationssequenz war mega episch, das gebe ich Dragon Ball Super auf jeden Fall. Aber abgesehen davon gibt es einfach wirklich absolut nichts zum Super Saiyajin Ikari. Trunks, ein Krieger ohne Gotki, schafft es sogar, einen Super Saiyajin Gott, nämlich Goku Black, aufzuhalten. Die Form gibt es im Manga übrigens nicht, was einiges über den Stellungswert dieser Form sagen sollte. Und für mich fühlt sich diese Form einfach nur wie ein kleiner Marketing-Trick an, um mehr Figuren zu verkaufen. Und hey, das ist so ziemlich bei jeder Super Saiyajin-Transformation so, aber ich finde, gerade hier ist es wirklich ein besonderer Fall. Die Form ist einfach nur für den Moment gewesen. Nutzen wir doch mal die Gelegenheit, um über den legendären Super Saiyajin zu sprechen. Der legendäre Super Saiyajin ist extrem strange. In der richtigen Geschichte gibt es die Legende des Super Saiyajin, aber nicht die Person der legendäre Super Saiyajin. Doch in der Broly-Film-Trilogie gibt es schon eine Person, nämlich Broly. Seine Super Saiyajin-Vorstufe ist auch anders und hat einfach mal random blaue Haare. Hier muss man aber sagen, in Dragon Ball-Filmen wird oft mit Farben herumgespielt, also kann das auch was anderes heißen. Wir sehen auch, dass Broly innerhalb dieser Trilogie auch den normalen, richtigen Super Saiyajin anwendet. Der legendäre Super Saiyajin wurde durch Trunks Grad 3 Form inspiriert und ist im Grunde Broly, der im Laufe des Kampfes immer stärker und stärker wird. Also, desto mehr Zeit vergeht, desto stärker wird Broly. Ein unbesiegbarer, legendärer Super Saiyajin eben, der den
Kern des Saiyajin des immer weiter kämpfen verkörpern soll. Außerdem wird Broly auch sehr arrogant und, ja, Stück weit sadistisch. Der ruhige Broly wird dadurch extrem böse. Die Pupillen sind hier auch die ganze Zeit nicht da. Und wir sind noch nicht ganz fertig, denn wenn wir über den legendären Super Saiyajin sprechen wollen, dann müssen wir auch über den Super Saiyajin Berserker reden. Der Super Saiyajin Berserker ist die abgeänderte Form des legendären Super Saiyajin für Dragon Ball Super, da die Transformation eines legendären Super Saiyajin so in Dragon Ball nicht existiert. Jedenfalls nicht in der Form, wie wir sie im Film Dragon Ball Z Broly gesehen haben. Durch den Counterpart von Broly, Kale, lernen wir diese Form besser kennen. Es ist eigentlich genauso wie beim legendären Super Saiyajin, sie ist unglaublich stark und wird auch immer stärker und stärker im Laufe des Kampfes, aber doch ein wenig anders. Der Manga gibt hierbei dieser Form ein wenig mehr Tiefe. In Universum 6 ist die Form als dämonischer Saiyajin bekannt, der so lange stärker wird, bis er sich selbst zerstört. Jedenfalls nach der Legende. Kale wurde auch immer stärker und stärker. Sie hatte auch hier im Manga sofort ihre Slim-Form gehabt. Im Anime gab es hier die Slim-Form, um zu zeigen, dass Kale die Kontrolle erlangt hat. Im Manga ist sie zwar sofort slim, aber sie ist außer Kontrolle. Im Manga geht es sogar so weit, dass sie Golden Freezer im Vorbeigehen fertig gemacht hat. Der Boost ist also insane groß. Durch Kefler scheinen sie die anwachsende Stärke verloren zu haben, aber dafür die Kontrolle gewonnen. Trotzdem, Gohan konnte hier gegen Kefler ein Doppel-KO rausholen, was wirklich zeigt, dass Kefler, also die Fusion zwischen Kale und Kalifler, nicht mehr die anwachsende Stärke des Berserker Super Saiyan gehabt hatte. Kale und Broly scheinen Spezialfälle zu sein. Broly wurde im Film auch immer stärker und stärker. Doch bei ihm ist der Kraftzuwachs noch größer und wird wohl auch etwas mit der Osaru-Form zu tun haben, zu der wir noch kommen werden. Allgemein muss man sagen, bei Broly wissen wir einfach nicht wirklich, was es richtig mit ihm auf sich hat. Und ich hoffe sehr stark, dass Toriyama und Toyotaro das in Zukunft vielleicht ein klein wenig besser erklären können. Damit machen wir eine Reise zu Dragon Ball GT und kommen zum Golden Osaru zu sprechen. Das erste Mal sehen wir den Golden Osaru in den Vorstellungen von Vegeta des Super Saiyajin, also schon in Dragon Ball Z. Das Konzept wurde eben später für Dragon Ball GT übernommen. Der Kaioshin meint nämlich, dass Son Goku seinen Schwanz wieder zurückbekommen sollte, um so das nächste Level des Saiyajins zu erlangen. So sah er die Erde und wurde wieder zum Osaru. Da er den Super Saiyajin aber drauf hatte, wurde er nicht zum normalen, sondern zum Golden Osaru. Als er durch Pan die Kontrolle erlangt hat, wurde er zum richtigen Super Saiyajin 4. Dazu kommen wir gleich. Bulma konnte das technisch mit Butsuru-Wellen erzeugen, also konnte sie künstlich gesehen Baby und Vegeta zum Super Saiyan 4 bzw. Baby zum eben Golden Wehraffen machen. Baby Vegeta hat auch durch Vegetas Körper die Kontrolle des Osaru. Son Goku konnte als Riesenabwehr Baby fertig machen, aber hatte die Kontrolle nicht gehabt. Doch der richtige Super Saiyan 4 war dem Golden Osaru wohl überlegen. Nur war Son Goku im Kampf gegen Baby sehr angeschlagen und er wollte Vegetas Körper nicht zerstören, heißt also, er hat einen längeren Kampf gehabt, der ja nicht so einfach war zu gewinnen, auch wenn er stärker gewesen ist. Und allgemein Dragon Ball GT wollte halt einen längeren Kampf haben und deswegen hat der Kampf halt ein bisschen länger gedauert. Damit kommen wir zum Super Saiyan 4. Derjenige, der diese Form designt hat, ist Katsuyoshi Nagatsuru. Durch die alten Designs vom Super Saiyan 3 erschuf er den Super Saiyan 4. Genauso wie beim Golden Osaru kann man das Ganze künstlich erreichen, so wie eben Vegeta. Designtechnisch finde ich es lustig, dass Vegeta bei seiner Transformation einfach eine andere Hose bekommt und Goku, ja, bekommt einfach eine längere Hose, weil Goku war ja der kleine Sack und dann, als der Super Saiyan 4 war, hatte er eine Hose gehabt, die normal groß war. Wobei das ein bisschen besser zu erklären ist, denn die Power vom Super Saiyan 4 soll so stark sein, dass er den Wunsch von Shenlong bricht und Son Goku seine Hose zurückgibt, weil er halt klein gewünscht worden ist. Das oder es sind seine Beinhaare, die die Struktur einer Hose angenommen haben. Also sucht euch das aus, wie ihr das haben wollt. Als allererstes, wie stark ist er eigentlich? Offiziell sehr schwierig bzw. nicht beantwortbar, inoffiziell ein anderes Thema. Fans spekulierten und kamen darauf, den 10er Boost und den 50er Boost des Super Saiyan zu kombinieren, also 10x50, also 500. Was an sich eigentlich nicht verkehrt wäre, aber der Super Saiyan 4 wirkt so viel stärker als der Super Saiyan 3. Im Prinzip ist die Diskussion unnötig, weil wir keine richtige Antwort bekommen haben, aber ich denke, der Boost geht noch viel weiter als das. Goku hat auch eine Full Power Form, wo er Energie bekommen hat, aber es ist nicht wirklich so wie der Full Power Super Saiyan, also das ist eine richtige Erweiterung. Form ist, es ist einfach nur Son Goku, der Energie von den anderen bekommt und so ein etwas stärkerer Super Saiyan ist. Ich würde gerne mehr in Depth gehen mit dieser Form, aber Dragon Ball GT macht das nicht. Dragon Ball GT zeigt einfach, dass Son Goku immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder das 10-fache Kamehameha spammt und das war's. Was ziemlich schade ist, weil der Super Saiyan 4 optisch gesehen ziemlich nice ist. Im Dragon Ball Super Manga hat Son Goku auch seinen Super Saiyan Gott die 4. Stufe genannt. Ein kleiner Seitenhieb an GT eben. Aber hey, die neue Broly Form ist so ziemlich der Super Saiyan 4 in
in Dragon Ball Super. Wenn man die Form kombiniert in der Zukunft, könnte man so etwas ähnliches bekommen wie den Super Saiyan 4. Übrigens, in Dragon Ball Heroes kann Gogeta auch den Super Saiyan 4 Kaioken. Und Gogeta hat ja auch rote Haare in Dragon Ball GT und in meinem Kopf ist er deswegen der Super Saiyan 5. Kleiner Spaß, aber für mich wird das immer der Fall sein. Also, machen wir den Step weiter zu Dragon Ball Super und zwar zum Super Saiyajin Gott. Indem 5 Saiyajins reines Herzen ihre Kraft auf einen weiteren bündeln, bekommt dieser den Super Saiyajin Gott for free. Normal kann man das auch erreichen, so wie Vegeta. Er trainierte 6 Monate alleine und dann mit Son Goku zusammen bei Whis und dann hat er auch den Super Saiyajin Gott gemeistert. Also, es hat ein Jahr gedauert und er musste erstmal mit God Ki in Kontakt kommen. Also, durch einfaches Training hätten Goku und Vegeta es nicht geschafft. Die brauchten den Kontakt mit eben dem God Ki. Durch God Ki ist man einfach auf einem anderen Level und unglaublich stark. Das ist so ziemlich alles zu der Stärke vom Super Saiyan God. Beerus sagte in Dragon Ball Battle of Gods, also im Film, er hat 70% seiner Kraft gegen Goku verwendet. Doch in der späteren Super-Serie ist das hier nicht der Fall. Das wurde extra angepasst, um zu zeigen, dass Beerus viel, viel stärker ist und der Super Saiyan God im Kontrast viel, viel schwächer. In dieser Form behält man seine Haarform, sie wird nur rot und die Muskeln werden dünner. Diese Form liefert ein ideales Gleichgewicht an Stärke, Schnelligkeit und Ausdauer. Sie ist aber wie gesagt nicht schneller als der Super Saiyan Blue. Vegeta benutzte den God Blue Switch damals nur, da der Blue nicht perfekt war, um so die Kraft einzusparen und den Blue voll ausnutzen zu können. Im ursprünglichen Design vom Super Saiyan God hat man auch geplant, einen goldenen Super Saiyan 4 zu haben und noch ein Cape hinzuzufügen. Also es gab einige lustige Ideen. Ich finde die Idee des goldenen Super Saiyan 4 gar nicht mal so schlecht, aber das Endresultat war wie gesagt ein anderes. Also Super Saiyan Blue. Der Super Saiyan God Super Saiyan oder auch Super Saiyan Blue, wie er später umgenannt worden ist, weil das ganz einfach zu lang ist, ist genau das, was er eben sagt. Der Super Saiyan God im Super Saiyan. Man hat hier auch blaue Haare, aber das Maximum dieser Form braucht etwas. Man lernt mehr dazu und wird im Laufe einfach stärker. Der Anime hat leider aber nicht wirklich viel Wert darauf gelegt, dem Zuschauer genau zu kommunizieren, was der Super Saiyan Blue wirklich ist. Die Kontrolle ist so schwer, dass Vegeta zu Anfang von Hit rasiert wurde, als er den Super Saiyan Blue in einer kurzen Zeit wiederholt eingesetzt hat, weil er beim zweiten Kampf einfach viel, viel schwächer war. Vegeta als auch Goku hatten trotz dieser ruhigen Form ihre Wutausbrüche, die sie auch stärker machten. Also das ist auch immer noch möglich. Ob es einen Super Saiyan Blue 2 oder 3 geben wird, wissen wir nicht. Die Form alleine zielt eigentlich nicht darauf ab, weil beim Super Saiyan Blue sind andere Sachen viel wichtiger. Aber Toei hat sich einen Spaß erlaubt und im Turnier der Kraft Son Goku mit Super Saiyan 2 Haaren gezeichnet, obwohl er im regulären Super Saiyan Blue war. Viel zu erklären bei dieser Form gibt es nicht, aber es gibt noch ein paar Sachen, die zum Manga gehören und dazu kommen wir gleich nochmal. Vorerst gibt es den Super Saiyajin Rosé, der Super Saiyajin Blue mit Zamazuki in Gokus Körper. Seien wir ehrlich, total random, dass die Farbe anders ist, sieht aber verdammt nochmal fresh aus. Und das war auch so ziemlich alles zu der Form. Super Saiyajin Blue, Kaioken. Der Super Saiyajin Blue mit der Kaioken. Durch die ruhige Natur vom Super Saiyajin Blue war es Goku möglich, seinen alten Trumpf, die Kaioken, wiederzubringen. Nicht nur sieht das optisch mega cool aus, nein, es gibt sogar ein extrem geiles Rap-Album dazu. Goku schafft es im Laufe der Serie, die mal 10 und die mal 20 Kaioken zu erlernen und auch im Laufe der Serie schafft er es, die Kaioken richtig zu beherrschen, ohne einen krassen Schaden davon zu erleiden, die Kaioken einzusetzen, wie wir später im Kampf gegen Jiren sehen können. Und damit kommen wir jetzt zu einer Manga-Version, und zwar zum Super Saiyan Blue 100%. Der Super Saiyan Blue 100% oder perfekter Super Saiyan Blue ist eine Form, die Goku gegen Zamasu im Manga anwendet. Er zieht die Aura rein, um so die perfekte Nutzung der Form zu bekommen. So kommt es dazu, dass er dem Ausdauerproblem entgegengeht und viel stärker ist. Son Goku konnte es alleine mit Merge Zamasu aufnehmen und hätte ihn auch besiegt. Seine Ki-Kontrolle ist hier so gut, dass er damit das Hakai von Beerus imitieren konnte. Vegeta hat das auch drauf und konnte gegen Beerus mit dieser Form extrem gut ankommen. Shellen hat er trotzdem kassiert. Es ist die perfekte Stufe des Blue, was im Supermanga auch ein Ziel war, diese zu erreichen. Im Anime war es leider nur blaue Haare und fertig. Im Manga entwickeln sie sich richtig bis zu dieser Form. Es ist eine Nebengeschichte für Dragon Ball Super, dass Goku und Vegeta dieser Form näher kommen. Es ist quasi das Äquivalent des Super Saiyan Full Power, nur halten sie diese Form nicht die ganze Zeit aufrecht. Gegen Jiren jedoch konnten sie trotzdem nichts ausrichten mit dieser Form. Das führt uns zum Super Saiyan Blue Evolution. Nicht nur teilt sich der Super Saiyan Blue Evolution den Namen mit dem besten Dragon Ball Film überhaupt, nein, es ist auch echt traurig für alle Vegeta-Fans. Als kleine Hommage konnten wir sehen, dass Vegeta ähnlich wie beim Super Saiyan Grad 2 Balkia wirkt. Aber das ist nicht immer der Fall, es war nur eine kleine Referenz bei der Transformation. Optisch gesehen ist es einfach der Super Saiyan Blue mit einer dunkleren Farbe und den Super Saiyan God Augen. Die Form war einfach nur da, um Vegeta auch was zu geben. Sie ist so unwichtig, dass Vegeta sie gegen Broly nicht mal versuchte. Man könnte hier natürlich sagen, dass er sie nicht immer drauf hat, trotzdem sehr mysteriös. Dank einer Übersetzung wissen wir, dass sie genauso stark ist wie Son Gokus Blue Kaioken mal 20. Also eigentlich schon ein immenser Boost, aber trotzdem nichts wirklich Besonderes. Es wirkt einfach so, dass man Vegeta auf irgendeine Art und Weise mit Goku gleichstellen wollte. Im Manga hat Vegeta zwar visuell die gleiche Form, doch da ist es mehr der Super Saiyan Blue 100% Evolution. Den packt er dann wenigstens auch gegen Moro aus. Ich finde das Charakterdesign dieser Form auch echt interessant, da Vegetas Kopf, naja,
etwas anders wirkt. Es ist wirklich traurig, der erste Moment von dieser Form war wirklich cool, weil es halt anders wirkt, aber im Endeffekt ist nicht wirklich viel anders an dieser Form von Vegeta. Und damit kommen wir zum Ultra Instinct Omen und allgemein Ultra Instinct oder Ultra Instinct Master. Die natürliche Unnatürlichkeit, die Worte von Bruce Lee, sind die Basis des Ultra Instinct. Zuerst, der Ultra Instinct ist natürlich keine reine Saiyajin-Form, jedes Gotteswesen kann den Ultra Instinct meistern. Aber, wie wir das mit Saiyajins eben kennen, äußern sich die Formen bei ihnen besonders. Whis und Goku haben zum Beispiel beide God-Ki, aber es äußert sich auf verschiedene Arten und Weisen. Goku hat blaue Haare, Whis eben nicht. Wenn ein Saiyajin diese Form oder Technik erreicht, Leute, das ist sowieso so eine Diskussion, Form oder Technik ist es total egal, auf jeden Fall bekommt er weiße Haare. Doch warum hatte Goku schwarze Haare? Bei Goku war es ein sehr spezieller Fall. Gokus Saiyajin-Wille hat sich seinem eigenen Tod widersetzt und so erschuf er eine ganz besondere Reaktion. Es war einfach ein Senkai-Boost auf God-Level und auf höchster Stufe, also der krasseste Senkai-Boost, den man bekommen könnte. Dadurch, dass Son Goku sich weigerte zu sterben, erweckte sein Körper oder zerstörte sein Körper eine weitere Schale seines Potenzials und so hatte die Schwelle des Ultra Instinct quasi schneller erreicht. Whis hat Goku und Vegeta darauf vorbereitet. Wie dem auch sei, es ist überaus hilfreich, wenn jeder Körperteil in der Lage ist, seine Bewegungen selbst bestimmen zu können. Doch dies zu erreichen ist sehr, sehr schwer. Vielleicht beruhigt es euch zu hören, dass selbst Meister Beerus es noch nicht perfekt beherrscht. Doch ist diese Stufe erstmal überwunden, lässt sich jeder Gefahr problemlos ausweichen. Nur ist es eben so, dass Son Goku es schneller erreicht hat, weswegen er auch keine Kontrolle darüber hat, nach dem Tunnel der Kraft. Im Manga hat er sich einfach dazu entschieden, weil Muten Roshi es so gesagt hat. Es wirkt im Manga mehr so, als wäre Son Goku bereit für diese Form, was ich auf jeden Fall komisch fand beim Manga. Goku weicht in dieser Form allem automatisch aus, sein Körper reagiert also von selbst. Es ist das gleiche, was Bruce Lee drauf gehabt hatte, nur eben auf Anime-Art und Weise. Also, dass es halt mit coolen Effekten kommt, mit Aura kommt und so weiter und so fort. Im Anime ist der Kampf ausgeglichen und Jirens Psyche scheint eine große Rolle zu spielen. Im Manga hingegen macht Son Goku mit dem Masked Ultra Instinct Jiren absolut fertig, bis er die Kontrolle verliert und nicht mehr den Ultra Instinct einsetzen kann. Der Ultra Instinct liefert nicht nur immense Stärke und unglaubliches Ausweichen, nein, sein Ki-Verbrauch ist auf einem komplett anderen Level. Nicht auf Ausdauer bezogen, sondern eher darauf, was Son Goku alles kann im Ultra Instinct. Er kann seine Kampfpalette zu 100% nutzen. Solche Sachen wie darauf zu kommen, mit dem Kamehameha zu sliden, um Kefla zu besiegen oder im Kampf gegen Jiren, wie er auf seinen Keybällen surft, zeigt einfach, dass der Ultra Instinct darauf kommt, viel schlauer zu agieren und Techniken einzusetzen, die viel mehr Nutzen rausziehen. Also Son Goku ist einfach kämpferisch viel, viel intelligenter, wenn er im Ultra Instinct ist. Im Fall von Son Gokus Ultra Instinct hat er enormen Schaden erlitten, das aber auch nur, weil er die Genki-Dama-Energie absorbiert hat und den Schaden, den er eigentlich bekommen hätte, temporär verschoben hat. Sehr komisch, aber hat im Anime funktioniert. Also ich fand das schon glaubwürdig. Man braucht hier keine Multiplikator, weil es einfach eine Stufe ist, auf der die Kämpfer die ideale Kampfform erreicht haben und hier viel, viel bessere Strategien anwenden kann. Man ist einfach auf einem komplett anderen Level. Beerus konnte im Manga den Ultra Instinct so anwenden, dass er ausweichen konnte und allein deswegen hat er alle Götter der Zerstörung einfach lächerlich aussehen lassen. Damit kommen wir zu der Osaru-Form aus dem Dragon Ball Super Broly-Film. Zu Brolys gelben Augen und immenser Power kommentierte Paragus, dass Broly die Kraft des Osaru hat, ohne sich zu verwandeln. Also behält er seine Beweglichkeit und Stück weit die Kontrolle. Doch wenn es so wäre, würde man doch einfach nur von einem 10er-Boost reden, wie beim Osaru eben, oder? Nicht ganz. Brolys Base ist zwar immens, das stimmt, aber er konnte einen Super Saiyajin-Gott, Goku und Vegeta niederhämmern. Es wirkt so, als wäre der Boost noch stärker, weil Broly die Kraft des Osaru in seinen normal großen Körper entfaltet, als würde das Komprimieren dieser Kraft die Form noch stärker machen. Es kann mit Broly zu tun haben, da er eine Mutation darstellt, doch mich würde es nicht überraschen, wenn Goku und Vegeta diese Form ebenfalls erlernen würden. Diese Form wirkt wie das Dragon Ball Super Äquivalent zum Super Saiyan 4. Brolys Stärke innerhalb dieser Form wird viel mit ihm selbst zu tun haben, aber ich denke, in der Zukunft von Super werden wir noch mehr über diese Form erfahren. Also, wir wissen nicht, wie stark sie ist, aber Broly war immens stärker, als wir das gesehen haben und man könnte das in Zukunft vielleicht mit anderen Saiyajin-Formen kombinieren, muss man mal abwarten, weil auch, wie erwähnt, Super Saiyajin Berserker von Broly war ein wenig anders, als wir ihn kennengelernt haben. Dragon Ball Super Doka Metal hat diese Transformation auch als, ja, zornig benannt und nicht als Osaru-Form oder so. Also, das ist mit dem Video gewesen. Wie gesagt, ich habe so ziemlich alles Nennenswerte reingepackt, sowas wie Gohan zum Beispiel nicht, weil das halt nicht direkt mit Saiyajin so zu tun hat und natürlich auch nicht Sachen aus Robo Heroes, habe ich auch einiges rausgelassen, weil das würde den Rahmen dann sprengen. Abgesehen davon, schreibt mir in die Kommentare, wie anfangs erwähnt, was ist eure Lieblingsform rein von der Optik her und wie könntet ihr euch eine neue Transformation in Dragon Ball für die Saiyajins vorstellen? Und ich sage damit auf jeden Fall vielen Dank fürs zu Ende schauen von dem Video hier, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen und Abo auf den Kanal. Ich bin damit raus, bis zum nächsten Mal, haut rein!